So, was ist denn das hier? Der Fahrstuhl geht nicht, oder was? Das klemmt. Ich muss doch hier zur Sendung, Mensch. Alles kaputt hier, oder was? Oh. Hallo, Knopf. Wir auf den Knopf drücken hier, oder nicht? Ah, jetzt geht's, oder? Hallo und herzlich willkommen zu Fortsetzung folgt und meiner bescheidenen Meinung. Wir haben uns ja alle die zweite Staffel von Stranger Things angeschaut. Ich kann das nicht aussprechen, das tut mir leid. Da haben wir uns die ersten drei Folgen angeschaut und ich darf glücklicherweise, traurigerweise, glücklich nicht dabei sein und habe deswegen dieses tolle Video vorproduziert. Ich hoffe mal, dass es toll wird. Und ja, eigentlich braucht ihr nichts machen, euch nur zurücklehnen und ich werde euch sagen, wie halt die zweite Staffel wahrscheinlich weitergeht. Das ist eigentlich sehr offensichtlich, da muss man sich ja nicht viele Gedanken zu machen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal, also ich fange einfach mal an. Wie wird denn die Serie weitergehen bzw. enden? Und da fange ich erstmal mit Kleinigkeiten an, und zwar dieser neue Schüler, der dazu gekommen ist, Billy heißt er, der Coole, der sich ein bisschen mit Steve streitet. Der wird versuchen, sich ein bisschen an Nancy ranzumachen, jetzt wo Nancy und Steve hier auseinander sind. Nancy wird auf seine Avancen natürlich nicht eingehen und sich distanzieren, aber das wird den Konflikt zwischen Steve und Billy natürlich vergrößern und die werden sich natürlich dann in die Haare kriegen. Daraufhin, also nicht nur, weil der geärgert wird von Billy, der Steve, sondern auch, weil die Trennung ihn mit Nancy zusetzt, wird er da ein bisschen dran knabbern, sage ich mal. Und also nicht ein psychisches Wrack, aber er wird schon ein bisschen dran zerbrechen. Drücken wir es einfach mal so aus. Ne? Es wird ihm hundeelend sein und mit ihm wird nichts mehr anzufangen sein. Bin ich ehrlich. Ja, dann jetzt ein anderes Paar. Joyce, ne, die Mutter von Willi und Bob, der neue Freund, die werden sich auch trennen, weil Bob es nicht schafft, die psychischen, oder nicht psychischen, aber diese leicht, oh, mir fällt kein besseres Wort ein, ich will es hysterisch, ich nenne es einfach mal hysterisch, ich weiß, man darf das nicht sagen. Was ist denn hysterisch? Was kann man anstatt hysterisch sagen? Also nicht überreagiert, aber sie ist ja ein bisschen übervorsichtig, die Joyce, sagen wir mal so. Sie ist übervorsichtig, ich habe hysterisch nicht gesagt. Hysterisch. übervorsichtig. Und genau. Genau, und da hat sie jetzt wieder entdeckt, dass Willi anscheinend, oder William, Will heißt er, ne? Will, ja. Ja, irgendwie das, was er gemalt hat, das hat sie ja auf dem Video gesehen und so, und da geht sie ja ein bisschen wieder steil und wird ein bisschen, weiß ich nicht, paranoid oder so. Und Bob versucht da sein Bestes, sie da zu stützen, aber am Ende zerbricht diese Beziehung auch, ja, bin ich mir sicher. Genau, das wollte ich nur sagen. Dann Mike und die neue Schülerin Max, die werden sich jetzt auch ein bisschen anfreunden und das passt Lukas und Dustin nicht so sehr. Die werden ein bisschen eifersüchtig. Hinzu gibt es noch das Alien-Baby, was die Gruppe in zwei Lager spalten wird, so dass ein bisschen Funkstille sein wird. Genau. Also wir haben auf der einen Seite Mike und Max und auf der anderen Seite Lukas und Dustin. Und Willy ist so ein bisschen, der hat erstmal Stuff mit seinen psychischen, mit seinen Superkräften zu tun. Da ist er erstmal ein bisschen außen vor. In der Zwischenzeit wächst das Alien-Baby ran. Und es bleibt natürlich bei Dustin auch. Wie gesagt, Willy kriegt Superkräfte und kann jetzt, was kann er? Der kann zwischen die Welten wechseln. Der hat Visionen von der Zukunft. Und der kann mit den Alien-Baby kommunizieren. Drei Dinge. Genau, daraufhin, weil er so krasse Kräfte hat, öffnen sich mehrere Portale wieder, die man ja schon auf der Karte, die Mr. Hopper hatte gesehen, diese X, da werden sich Portale öffnen und da werden dann Aliens rauskommen. Das heißt, die müssen gegen die Aliens kämpfen. Das Alien-Baby hilft mit, man glaubt es kaum, es hilft mit.
Aber in einer prekären Situation kommt Eleven dazu, sieht das Alien-Baby, was herangewachsen ist und schon groß ist, und killt das. Genau, das ist der erste Auftritt von Eleven, wenn sie wieder auf die Gruppe zusammentrifft. Und Wilhelm, der kann seine Kräfte nicht kontrollieren und wird ja immer, wie sagt man, größer, mächtiger. Und es kommt am Ende zum Showdown zwischen Eleven und Willy. Na, und die anderen, aber die machen nicht so viel. Tatsächlich kann gerade so Eleven gewinnen. Die Portale schließen sich wieder. Genau, das Alien-Baby ist tot, habe ich schon gesagt. Ja, so endet die Serie tatsächlich wieder. Eleven muss wieder verschwinden, weil sie auch ihre Kräfte gegen Mike eingesetzt hat und da jetzt so ein bisschen Beef zwischen denen ist. Deswegen flüchtet sie wieder. Und ja, mehr oder weniger ändert so die zweite Staffel von Stranger Things. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Eigentlich nicht. Nee, Cliffhanger weiß ich auch nicht. Das ist das, was ich gesagt habe, ja. Man kann es ja einfach so beschreiben, wie es ist. Von daher, ja, würde ich sagen, war es das schon von meiner Seite. Ich bin draus. Viel Spaß noch beim weiteren Podcast. Und tschüss, ne? Viel Spaß.